Manchmal ist es nötig, einen neuen Faden anzulegen. Entweder wenn man die Farbe wechseln möchte oder wenn das Knäuel zu Ende ist. Am einfachsten geht das am Anfang einer Reihe. Dazu lässt man einen ungefähr 10 cm langen Faden des neuen Garns und legt den Faden hinter die Arbeit. Nun werden die Maschen einfach rechts oder im entsprechenden Muster gestrickt. Ist man am Ende angelangt, können die beiden Fäden miteinander verknotet werden. Dazu aber nur einen einzelnen Knoten machen, da es sonst am Ende beim Vernähen aufträgt. Die Rückreihe der Maschen wird auch ganz normal links abgestrickt.